Put, 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 put. Wo ist der Falke, Falke? Oh, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie kennen mich nicht, aber ich mag Sie trotzdem. Mein Name ist Paul Heise und jetzt fällt Ihnen vielleicht wenigstens ein, dass in München eine ziemlich große Straße nach mir benannt ist. Und womit? Mit Recht. Denn ich war 1910 der erste deutsche Träger des Literaturnobelpreises. Aber um mich geht's heute gar nicht. Sorry. Eigentlich wollte ich Ihnen einen Falken vorführen, aber der ist wohl gerade... Naja, der ist ja auch nur ein Dings, ein Symbol. Ein Ding-Symbol. Das zentrale Symbol einer der schönsten Novellen, die ich kenne, nämlich der Falken-Novelle aus Giovanni Boccaccios Decamerone. Jetzt gucken Sie sich erstmal an, worum es dabei geht, und dann sprechen wir später nochmal. Ja, vielen Dank, Herr Heise. Mit dabei sind der sehr ehrenhafte Florentiner Edelmann Federigo Alberighi, der schwer verknallt ist in die schöne Monna Giovanna, die blöderweise aber auch sehr ehrenhaft und deswegen ihrem Ehemann treu ist und zu einem Überfluss hat sie auch noch einen Sohn, der sehr ornithologisch interessiert ist. Und das war's auch schon an Personal. Giovanni Boccaccio verfasst die 100 Novellen, die in seinem berühmten Werk Decamerone zusammengefasst sind, um 1350. Es handelt sich um eine Rahmenhandlung, in der 10 Leute vor der Pest aufs Land fliehen und sich an 10 Tagen gegenseitig je 10 Novellen zu einem bestimmten Thema erzählen. Die Falken-Novelle ist eine von den kürzeren, es ist die 9. Novelle des 5. Tages. Los geht's in Florenz. Buongiorno, Signore e Signori. Ich bin jung, adlig und extrem verliebt in Madonna Giovanna. Wenn ich sie nur irgendwie dazu bringen könnte, mich mal anzugucken. Ich glaube, ich schmeiß noch eine Party und stürze mich bei einem Turnier in Unkosten. Vielleicht schenkt sie mir dann wenigstens mal einen gebrauchten Kaugummi. Signore Alberighi? Ja? Nix mehr Party, Sie sind pleite. Ich bin der Gerichtsvollzieher. Ja, mit dem Vogel. Nein, Finger weg von meinem Falken. Das ist mein Lieblingsjagdkumpel. Der wird nicht gepfändet. Ich gebe Ihnen meinen Mantel. Tja, und dann muss ich jetzt wohl aufs Land und lass mir von meinem Falken Kaninchen fangen und mach Agritourismo oder so. Und so hat sich der gute Federigo wegen Monna ruiniert und lebt nur noch mit seinem Pleitegeier, also mit seinem Falken, in einem winzigen Landhaus in Schlumpfenhausen. Überraschenderweise stirbt der Ehemann von Monna Giovanna. Ich sterbe und mein Sohn ist natürlich mein Erbe, aber falls dem mal was passiert, bin ich total großzügig und du erbst alles, Monna, denn ich liebe dich total. Und er ist tot und sie so, nein, dann machen wir jetzt erstmal Urlaub auf dem Land. Und da gefällt's dem Kleinen erstmal total gut. Oh, guck mal, Mama, da hinten fliegt schon wieder der Falke vom Federigo. Der ist echt der coolste Greifvogel ever. Da wird er dummerweise krank. Ob es eine Erbkrankheit ist oder er sich bei Papa angesteckt hat, jedenfalls sie so, nein, ich kann jetzt keine Todesfälle mehr leiden. Du wirst jetzt gesund, koste es mich, was es wolle. Eine Xbox, ein neues iPhone. Nee, ich will den Falken vom Federigo, dann werde ich ganz bestimmt gesund, Mama. Oh nee, ausgerechnet der sich für mich ruiniert hat. Naja, was soll's, ich gehe hin. Und so geht sie am nächsten Tag zu Federigo und der so, wow, Madonna. Hallo Federigo, ich weiß ja, dass du dich wegen mir ruiniert hast. Deswegen wollte ich wenigstens mal mit dir Mittag essen. Wow, Madonna Monna, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Super, ganz kurz, ich muss nur schnell das Essen bestellen. Sie wartet draußen und der so, oh nein, 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 nein. Ausgerechnet jetzt kommt sie zu mir, wo ich so pleite bin, dass ich nicht meine Tiefkühlmargarita im Haus habe. Da fällt sein Blick auf seinen Falken und er sagt, ja. Das ist es! Und zack, dreht er dem Falken den Hals um und ruft in die Küche, hey Küche, einmal Bratfalke al forno, aber pronto! Und dann essen sie zusammen und es herrscht gute Stimmung und alles ist happy confetti und irgendwann am Ende sagt sie dann, Federigo, ich habe noch eine Bitte. Ich frag nur, weil du immer so höfisch, ritterlich und einfach ein Gentleman bist. Ich weiß, es ist total unverschämt, weil du nichts mehr hast, aber mein Junge ist krank und will unbedingt deinen Falken haben. Würdest du mir bzw. ihm den schenken? Und er sagt, Scusi? Und bricht in Tränen aus und sie so, komm, lass mal stecken. Nein, nicht deswegen. Wir haben den Falken gerade zum Mittag gegessen. Oh nein, der schöne Falke. Aber wie cool ist das denn, dass er seinen einzigen Falken für mich schlachtet? Schweren Herzens geht sie nach Hause und sagt ihrem Sohn, du, sorry kurzer, aber Falken waren aus. Und er so, nein, dann sterbe ich jetzt, arg, und ist tot. Und sie so, nein, da kommen ihre Brüder, denn wir sind ja in Italien. Und die sagen, unverheiratete reiche Frauen ohne männliche Aufsichtspersonen machen uns nervös. Hier, du heiratest gefälligst nochmal. Und sie so, dann aber nur den Federigo. Und die so, hä, aber der hat ja nichts. Ja, aber lieber ein Mann ohne Kohle als Kohle ohne einen Mann. Und so kriegt Federigo am Ende doch noch seine Geliebte. Happy End. Ja, vielen Dank, soweit der große Signore Boccaccio, der erste große Novellenschreiber überhaupt. Und von dem kann man echt was lernen. Nämlich erstens, eine Novelle ist kein Roman. Romane stellen gesellschaftliche Verhältnisse dar. Viele Leute und ihre Beziehungen, während die Novelle
einzelne Leute, besondere Charaktere und einzelne Ereignisse schildert. Ja, das habe ich aber schon lange vor dir gesagt. Ha, Jovo Goethe, oh Gott, ich bin ein großer Fan von dir, aber bei allem Respekt, das ist mein Video. Eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit. Habe ich damals schon dem Eckermann diktiert. Das ist eine Novelle. Ja, aber zweitens ist sie kein Märchen, soll also nichts Übernatürliches enthalten, wie das bei deiner Novelle namens Novelle ja wohl mal der Fall ist. Hör mal, das ist eine ganz vorschriftsmäßige Novelle. Nee, ist sie nicht. Und drittens soll die Novelle eine ganz starke Silhouette haben. Was soll dann das jetzt wieder heißen? Na, dass man die ganze knackige Story in ein paar Sätzen zusammenfassen kann, dass das Ganze übersichtlich und klar ist. Und dann, und jetzt kommt das Wichtigste, sie muss einen Falken enthalten. Wie bitte, in jeder Novelle muss so ein Federvieh vorkommen? Naja, das ist ja jetzt nur hier bei Boccaccio das hervorragende Beispiel für ein Symbol, ein Ding-Symbol für den Konflikt, um den es eigentlich geht. Und was ist mit Enten? Es muss kein Falke sein, nur sowas wie ein Falke, also Habicht geht. Oh Gott, es kann auch ein Bobbycar sein. Was ist dann das? Und das, liebe Gemeinde, war die Falkennovelle von Giovanni Boccaccio. Vielen Dank.